In diesem Video zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve Bilder bearbeitest in Fusion, dich selber mit ein paar Klicks freistellst und als kleines Schmanker kannst du dir unten in der Beschreibung ein Preset für einen YouTube-Banner runterladen. Ich habe hier ein paar Bilder, die Rick geschossen hat. Einen Link zu seinem Instagram habe ich euch auch verlinkt. Absolut cooler Typ. Das Bild möchte ich zum Beispiel nutzen für meinen Kanalbanner. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass ein YouTube-Banner eine ganz eigene Größe hat. Nämlich ist es grundsätzlich 2550 Pixel breit und 1440 Pixel hoch. Aber nur ein kleiner Teil, der in der Mitte ist, wird genutzt, um von Handys und Desktop-PCs angezeigt zu werden für euren Kanalbanner. Der Rest wird quasi nur angezeigt, wenn es in YouTube-TV-Anwendungen kommt. Also wenn jemand mit seinem Smart-TV, wo YouTube installiert ist, geguckt wird. Und deswegen ist es wichtig, gerade diesen mittleren Streifen zu optimieren. Und dafür habe ich dir ein Preset gemacht, kannst du dir unten for free runterladen. In DaVinci Resolve ist es grundsätzlich erstmal egal, was du für eine Timeline angelegt hast. Aber wir ziehen uns hier aus der Effektsektion eine Fusion Composition rein und gehen damit dann in Fusion. Zuallererst brauchen wir einen Background. Und ganz wichtig zu verstehen ist, wenn ich hier einen Background habe, dann ist der grundsätzlich immer Timeline Resolution und hat, wenn ich in den Image Tab gehe, Auto Resolution drin. Das heißt, ich kann hier nichts ändern. Das bedeutet, ich nehme hier erstmal Auto Resolution raus und kann jetzt hier meine Pixelgröße einstellen. Wichtig zu wissen ist, wenn ich etwas merge, also eine Merge Node anlege, dann übernimmt die Merge immer die Hintergrundgröße. Also das, was in den orangenen Pfeil hier reingeht, ist immer die Größe, die weitergegeben wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Background erstelle, der grün ist, und im Image quadratisch, dann wird auch das, was ich hier drin habe, quadratisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text nehme, der by default jetzt 16:9 ist, also auch im Image meine Auto-Resolution hat und den hier drauf merge, dann wird das Ding natürlich hier drauf angezeigt und zwar quasi im vollen Format. Wenn ich das jetzt allerdings umdrehe, Textnote und so weiter, dann seht ihr, wird das beschnitten, weil die Merge Note ihre Informationen, wie groß was zu sein hat, über den Hintergrund bezieht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen beim Arbeiten mit Bildern und Bildinhalten in Fusion. Ich möchte mir also jetzt zuallererst einen Background erstellen, der die richtige Pixelauflösung hat. Zum Glück habe ich für den YouTube-Banner ein direktes Settings-File gebastelt, was du dir einfach runterladen kannst und dann in die Node-Area droppen kannst. Und damit hast du in dem Settings-File grundsätzlich folgende Funktion. Du hast hier den Background, der schon mal Transparenz hat und in der richtigen Auflösung, nämlich 2550 x 1440 Pixel ist. Und du hast hier eine Node, die nennt sich Final Image, was auch nur eine Merge ist. Die hat die Overlays, was ist. Und wenn du dir die einzelnen Ausschnitte direkt anschauen willst, dann hast du hier einmal den Ausschnitt, wie es auf dem Handy aussehen würde, wie es auf dem Desktop aussehen würde und wie es in der YouTube-App aussehen würde. Und jetzt muss ich eigentlich nichts anderes tun, als in diesen Hintergrund hier verschiedene Dinge rein zu mergen. Und da nehmen wir uns zuallererst mal das Foto vor. Wenn ich jetzt also mein Foto hier rein importiere und drüber merge, dann kann ich erstmal grundsätzlich sehen, wie das aussieht. Und ich kann das hier natürlich in der Merge kleiner, größer machen und verschieben. So, dass ich zum Beispiel auch gezeigt werden würde, wenn ich auf dem Handy mir meinen Kanalbanner anzeigen lasse. Wenn ich das jetzt angepasst habe, dann möchte ich vielleicht zum Beispiel mich freistellen. Und sich freizustellen geht immer über den blauen Pfeil. Ich könnte jetzt also eine Polygon-Node nehmen, mir mein Media 1 auf einen Viewer ziehen und mir dann eine Polygon-Node nehmen und dann hier einmal ringsrum gehen und dann in das Media-In verbinden. Aber genau das werden wir nicht machen, weil das dauert viel zu lang und es ist viel zu einfach, sich kostenlos freistellen zu lassen. Dazu nutze ich die Webseite remove.bg und du kannst vollkommen kostenlos dich freistellen lassen, aber nur in geringer Auflösung und genau das werden wir nutzen, weil wir werden quasi dieses Bild hier reinziehen, uns kostenlos freistellen lassen. Da siehst du, bin ich freigestellt. Wir laden uns einfach nur die Vorschau herunter, ziehen die Vorschau hier herein, haben jetzt ein Media in 2, holen uns mit Shift Space eine Bitmap Node hier herein und verbinden das Media in 2 in den orangenen Pfeil der Bitmap, gehen in die Bitmap und stellen hier von Fit auf
Stretch um. Der Modus Stretch skaliert quasi den kleineren Input, den wir ja von der Vorschau kostenlos bekommen haben, auf die Größe des Originalbilds. Und damit stimmt wieder unsere Maskengröße und wir stellen uns easy frei, indem wir das Ganze in den blauen Pfeil unseres Media-Ins verbinden. Und damit habe ich mich freigestellt. Bam, so einfach. Und jetzt kann ich in der Merge selber mich größer, kleiner ziehen und so weiter, so wie ich es brauche. Aber wir brauchen noch einen Background und einen Text und da ist es wichtig zu verstehen, was jetzt hier wie welche Ebene ist. Ich habe jetzt hier meinen YouTube-Background, der mir diese gesamte Frame-Größe gibt. Und als nächstes kommt mein Bild. Und du musst verstehen, grün ist immer Foreground, bedeutet, wenn ich jetzt einen Text zum Beispiel über mein Gesicht legen will, dann müsste ich den hier danach einfügen, weil all das hier ist jetzt der Hintergrund von dem. Und jetzt kann ich meinen Text über meine Brille zum Beispiel ziehen. Würde ich gerne meinen Text hinter mich erscheinen lassen, müsste ich diese Merge hier dahinter einfügen. Isn't that a sexy looking guy? Aber mir fällt gerade auf, meine Zähne sind im Vergleich zum Text hier ein bisschen gelb. Und der Weißabgleich stimmt noch nicht ganz. Erstmal für grundsätzlichen Weißabgleich kann ich dir empfehlen, mit Shift Space die White Balance Node einzufügen. So, wenn wir uns das angucken, indem wir uns auf einen Viewer ziehen, dann will das von uns eine Reference haben, die grau ist. Und das, was bei uns grau ist, ist das Ding hier. Und das nivelliert einfach nur diese Grautöne. Und es hat nicht viel geändert von so auf so. Ich hoffe, YouTube Compression kriegt das mit. Aber meine Zähne sind mir immer noch zu gelb. Und deswegen möchte ich jetzt noch eine Farbanpassung machen. Und da mache ich jetzt einfach Folgendes. Ich nehme mir jetzt hier ein Color Corrector mit Shift Space, ein Color Corrector, aber ich könnte ihn mir auch hier einfach reinholen und dann mit Shift gedrückt halten verbinden. Ich lasse ihn mir ansehen und dann möchte ich Folgendes machen. Ich möchte in den Highlights das Ganze etwas abkühlen. Ja, also so, dass das hier quasi weiß wird. Ich könnte jetzt aus den Highlights auch noch ein bisschen die Saturierung rausziehen. Das zieht mir allerdings hier aus der Haut auch etwas raus. Und das heißt, ich möchte jetzt hier eine Maske ziehen, indem ich eine Polygon-Node nehme, indem ich dann ganz einfach auf den Viewer klicke und um den Mund ringsrum eine Maske ziehe und die dann einfach in den blauen Pfeil reinballer. Das ist vorher, das ist mit Maske. Damit bleiben meine Zähnchen schön weiß und meine Haut schön gesättigt. Okay, damit weißt du jetzt, wie die Ebenen sind und wie du einzelne Farbanpassungen maskieren kannst und vor allen Dingen, wie du deine White Balance gepickt kriegst. Also brauchen wir noch einen Hintergrund und den suche ich mir am besten über Pexels oder Pixabay, wo du kostenlose Hintergründe dir runterladen kannst. Okay, ich habe jetzt hier noch ein Bild eingefügt, das eigentlich so aussah und dann mit einem Color Corrector im Hue rumgezogen in der Farbe und ein bisschen den Gain runtergenommen, dass es nicht ganz so hell ist. Und dann habe ich noch die Fusion und DaVinci Resolve Logos eingefügt. Als letztes hatte ich gedacht, lass uns mal hier noch so eine typische YouTuber-Outline um mich ringsrum machen. Und dazu machen wir Folgendes. Wir holen uns einen Background, der so groß ist wie unser Thumbnail quasi, also wie ich hier. Also holen wir uns hier einen Background rein. Im Image-Tab machen wir den genauso groß wie unser Bild. Also nehmen wir Auto Resolution raus und dann 3910x2614. Dann stellen wir den noch auf weiß ein. Und wir können jetzt quasi unseren Media in den blauen Background, also in die Maske rein verbinden. Und jetzt können wir uns ganz einfach eine Merge Node reinholen, den Background in den orangenen Pfeil reinballern und unser Bild in den grünen Pfeil und das Ganze wieder zurück in unseren Originalflow. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann haben wir hier im Prinzip eine ganz, ganz leichte, weiche Outline. Und die können wir jetzt dicker machen, indem wir uns mit Shift Space eine Erode Dilate Node raussuchen. Und diese Erode Dilate Node wollen wir hier in den blauen Pfeil zwischen Media in 1 und Background reinpacken. Und wenn wir jetzt in der Erode Dilate die Werte größer machen, dann siehst du, kriegen wir eine Outline. Die kann allerdings, wenn wir es übertreiben, ziemlich kantig werden. Und wenn sie nicht kantig sein soll, dann kannst du den Filter-Mode auf Circle stellen und dann wird sie eher rund. YouTuber-Outline, check! Okay, fehlt eigentlich bloß noch das Exportieren. Und zum Exportieren wollen wir den Frame clean sehen. Also einfach uns das letzte anzeigen lassen, mit Rechtsklick drauf. Und dann Save Image klicken. Und jetzt müssen wir quasi eingeben, wo wir das Ganze gespeichert haben wollen.
möchten das als JPG speichern, klicken auf Speichern und dann kannst du es manchmal schon finden. Manchmal musst du allerdings einmal kurz auf Play drücken und dann wieder auf Stopp, damit es den einmal rendert. Und wenn du noch nicht weißt, wie du Fotos grundsätzlich ähnlich wie in Lightroom in DaVinci Resolve bearbeitest und Batch exportierst, dann schau dir dieses Video dazu an. Ansonsten zeige ich dir in dem Video auch noch, wie du so einen Instagram Slide Post exportieren kannst, denn dafür habe ich auch noch ein Preset, was kommt. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.